Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Black Ops 4 Video. Mein Name ist Takoffel und heute spielen wir Pumpgun. Und zwar beide. Auf einmal in meiner super tollen Arschloch-Abfuck-Klasse. Ich glaube, das ist die krebsigste Klasse, die man sich bauen kann. Aber ohne Aufsätze sind die Dinger halt nicht so stark. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir es in einer Runde hinbekommen. Denn ich brauche mit beiden nur noch einmal 6 und einmal 12 Kills. Ohne Aufsätze, dann sind sie beide Gold. Das heißt, Diamanten, ich würde sie gerne in einer Runde Diamanten spielen, gleichzeitig quasi. Und wir schauen einfach mal, dass wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich glaube, ich spiele einfach mal Recon. Den habe ich schon ewig nicht mehr angepackt. Ich weiß auch nicht, warum. Heute habe ich irgendwie Lust drauf. Und Hacienda ist eigentlich eine ganz gute Map. Da gibt es so ein, zwei Spots, wo man wirklich gut mit der Pumpgun rein, ja, pumpen kann, wie man das dann halt so macht. Bin halt mal gespannt. Ich bin jetzt Aufsätze gewöhnt. Und ohne könnte es echt ätzend werden, da überhaupt Kills zu bekommen. Mit Aufsätzen haben die beiden Waffen mich wirklich hart überrascht. Also fange jetzt auch mit der Autoschrotflinte hier an. Einfach, weil mit der mehr Kills fehlen. Ich möchte ja im Idealfall beides mit einem Feed hinbekommen. So, erster Kill ist da. Erster Kill ist da. Der war halt Gott sei Dank schon angefragt. Dann klappt das ganz gut, auch im Standard. Nein! Nein! Ihr müsst halt echt verstehen, ich bin das mit Aufsätzen gewöhnt. Und da war die Autopumpgun richtig, richtig krass. Jetzt ohne schwächelt sie ein wenig. Outplay, Outplay. 200 IQ-Play. Schön ausgespielt. Oh, da ist wieder einer. Okay, das ist schlecht. Ja, das lief alles andere als gut, aber okay. Okay, okay. Ich bin Zweiter und spiele so eine Gülle. Ah, der ballert von der anderen Seite einfach durch, okay. Feindliche Drohne kreist. Boah, Alter, Junge! Spring dich nicht so an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Wenn ich mich wirklich tryhard-mäßig beeile. Ja. Wenn ich wirklich richtig Ryan try habe, dann könnte ich es schaffen, beide Waffen auf einmal voll zu bekommen. Okay, so. Wo sind wir? Heli in der Luft, das ist nice. Ich brauche Gegner, ey. Das Game ist gleich vorbei, weil mein Team einfach nur verliert. Ich brauche Gegner, die sich hier mal töten lassen. Oh, Bruder, muss los. Molotov of Doom. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wow! Das nenne ich Skills mit der Schrotflinte. Okay, ausweichen. Der ist angeschossen. Kann sich auch gut verstecken. Komm, Alter, das packen wir. Wir packen das in dieser Runde noch. Ja, erstes Gold, erstes Gold. Jetzt brauche ich nur noch die andere Pumpgun. Nice, Alter. Komm, Jungs. Ohne ist da. Gold ist da. Die sind da hinten irgendwo. Oh, da oben. Surprise, Motherfucker. Kommt die Schockdrohne. Oh, ich muss schnell den Kill machen. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Der will sterben. Nein. Die sind ohne Aufsätze so unbrauchbar. Nur noch 3 Kills. Nein! Nein, bitte nicht! Och, come on. Guck dir das Team an. Bitte euch. Und guckt euch das an!
sagt mir bitte, dass das nicht ihr MVP war. Bitte. Es war ihr MVP und am Schluss hat er sogar noch auf Firebreak gewechselt. Schade, das war, in so einem Team waren, das Spiel war einfach viel zu schnell rum. Aber ich hätte auch noch 5 Kills mit der anderen Pumpgun gebraucht. Ich habe mich da irgendwie vertan. Egal, passiert. Wir spielen jetzt aber die gute Mock 12 hier auf Gold. Und in Blackout habe ich es ja wirklich lieben gelernt. Also einfach ultra stark. Wir haben die Kontrolle übernommen. So, einer. Immer schnell nachladen. Schnelllader habe ich noch nicht mit der. Aber okay. Mein Gott. Wir gewinnen hier. Okay, es fehlt doch nur einer. Wir liegen vorn. Vielleicht ergibt sich ja die Situation wieder. Ah, da oben am Fenster. Abgeschossen. Wir liegen zurück. Und sie ist Gold. Und jetzt kann ich meine zweite coole Waffe rausholen. Geil. Nice. Erste Runde mit der Diamant-Pumpgun auf Nuketown. Die erste Klasse, die wir spielen, ist die Auto-Pumpgun. Und ich habe sie gespielt mit Maximalladung, Magazinerweiterung 1 und 2 und Lasermarkierer. Denn ich spiele das Ding eh nur aus der Hüfte. Langer Lauf war lange noch eine Option. Aber ich spiele das Ganze ja eher so wie Knife. Also ich will nah ran. Von daher brauche ich auch den langen Lauf nicht. Aber die 14 Schüsse-Magazin sind echt geil. Vor allem für dicke Feeds. Team Deathmatch. Ja, und darauf hätte ich Bock. Als feindlich anzusehen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ja, 8 Schuss haben wir noch. Ah, am Fenster. Aber Nuketown ist und bleibt ekelhaft in Black Ops 4. Jo. 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 Okay, nachladen. Wir liegen zurück. Ach, das waren 2. Oh. Oh ja. Oh mein Gott. Meine Güte, geht der mir auf den Keks. Oh, die spawnen bei mir. Ja, so geht's nicht. Und dann kommt er. Oh. Wir haben den Vorteil verloren. Ja. Nein. Oh, einmal nicht aufgepasst. Das ist Nuketown. Es ist so ein knappes Game. Ah, komm. Nein! Wir stehen kurz davor. Ja. Oh ja. Aus dem Fenster dann schon wieder. Oh. Moin. Ich glaube echt, ohne Witz, hier trifft jede Cluster. Bei euch sieht das so leicht aus. Na, 25-15. Komplett auf Triad, auf Nuketown. Okay, das geht schon irgendwie klar. Aber ist halt nicht das, wofür es eigentlich gedacht ist. Deswegen hoffe ich jetzt auf eine normale Map. Oder nochmal Nuketown mit der anderen Pumpgun. Wäre auch cool. Mal abwarten, was der Map-Change bringt. Es ist wieder Nuketown und ja, das freut mich irgendwie. Denn jetzt können wir doch direkt den Vergleich machen. Ich denke, Live macht mehr Spaß, dass ich mit der Pumpgun etwas Probleme bekommen werde, weil nachladen und so. Aber ich habe jetzt den Schnelllader drin, von daher könnte es doch funktionieren.
müssen halt schon hart tryharden. 25 Kills auf Nuketown gilt es zu schlagen, um den König der Nahkampf-Krebswaffen zu küren. Ja, und leider ist die Tarnung etwas verbuggt, aber sieht auch irgendwie cool aus. So, I don't care. Na, leider. Was zur... Oh mein Gott. Rumgesweater auf höchstem Niveau. Wir haben die Kontrolle übernommen. Nicht ganz One-Shot. Aber hier One-Shot, okay. Und dann von ganz hinten. Shit. Warum überleben, wenn Sterben viel cooler ist? Das Gegnerteam besetzt hier ganz gut und mein Team nicht. Ja. Bitch. Zack. Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker online. Okay, das war Krebs pur. Muss man machen. Muss man genauso machen. Und was geht hier oben ab? Alter. Putz! Oh, hab keine Waffe mehr. Hier war da irgendwo Munition eben. Weg. Wir haben jetzt schon 15 Kills. Ich habe tatsächlich die Munition der Pumpgun leer geschossen. Okay. Alter, wie die alle hinten schimmeln. Ja, moin. Bin wieder da. Und guten Tag. Was? Die rennen immer so krass in mich rein, dann kann ich nichts mehr machen. Die stecken in mir. Wir kennen uns auch noch gar nicht. Erstmal vielleicht was trinken gehen oder... Ja, wie viel denn noch? 80, ich muss 7 Kills, man, das wird eng. Vom Gefühl her finde ich die Pumpgun jetzt hier aber viel, viel stärker. Wesentlich stärker, aber die Lobby spielt viel ekelhafter. Das ist ein Rumgeschimmel gerade. Und das ist das Problem an jeder Waffe, die man so spielen muss. Was? Konterdrohne bei meinem Signal einsetzen. Ja, moin. Geil. Aber blau waren sie beide, 22-12. Davon hatte ich aber auch Granatwerfer-Kill und so dabei, deswegen sind sie sich ebenbürtig. Vom reinen Gameplay finde ich die Pumpgun hier aber tausendmal angenehmer. Ja, cool. Der Luftschuss. Putz. Also Spaß machen beide Pumpguns auf jeden Fall. Ich kann euch nur als Tipp geben, macht die One-Shots, beziehungsweise, ja, die One-Shots auf jeden Fall mit der Mach 12 im Hardcore, dann seid ihr recht schnell fertig. Ich glaube, ich habe keine Waffe so schnell hochgelevelt, weil ihr müsst ja nur 100 Kills dann machen im Hardcore-Modus. Und mit der Auto-Pumpgun, ja, da ist es halt, bis man die Klasse hier so hat, recht anstrengend. Aber wenn man die Klasse so hat, man kann auch eine Magazine weiter weglassen, dann müsst ihr das ganz einfach auf einer normalen Map, wie Seaside, einfach nur spielen. Wie so ein Knife Runner, der halt sich an die Gegner ranschleichen, Ecken kurz warten, von hinten kommt. Deswegen halt auch der Akustiksensor. Auf Nuketown ist das jetzt nicht so wichtig. Ja, im Großen und Ganzen, die Pumpguns sind keinesfalls OP. Mit jeder anderen Waffe würde man wahrscheinlich in derselben Situation genauso Kills machen, vor allem was MP-mäßig geht. Aber sie sind ganz gut spielbar. Die Taschenlampe finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Die nervt halt, aber die hilft halt nicht beim Killen selbst. In der Zeit, wo ich den Gegner damit blende, ja, töte ich mit der hier zwei. Und als Sidearm-Waffe würde ich, wenn schon, dann wahrscheinlich die Mach 12 mitnehmen, weil die zum Finishen ganz cool ist, wenn man wirklich mit
ja, Overkill spielen möchte, also, nee. Also, wenn man wirklich statt einer Pistole eine Pumpgun mitnehmen möchte. Spaß gemacht haben sie dann doch irgendwie. Meine Runden heute waren dann natürlich auch sehr lustig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.